Ich habe meinen Elektrofahrrad-Akku komplett leer gefahren und dann über ein Energiekostenmessgerät wieder aufgeladen. Und die äußerst spannende Frage, wie viel kostet so eine volle Akkuladung eigentlich? Lässt sich natürlich mit einem Satz einfach beantworten. Für meinen Akku kostet eine Vollladung unter den gegebenen Nebenbedingungen etwa 8 Cent. Nebenbedingungen sind hier übersichtlich dargestellt. So habe ich zum Beispiel 9 Stunden lang gemessen. Das Netzteil hat allerdings einen Leerlaufstrom von ca. 60 mA, der auch fließt, nachdem der Ladevorgang beendet wurde. Ermittelte Stromkosten waren 8 Cent. Werfen wir doch mal einen Blick in die Rechnung. Das ist meine Stromkostenabrechnung. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige zensiert. Und ich habe festgestellt, ich habe einen Stromfix-24-Tarif und keinen Ökostrom. Naja, also Einzelpreis 22,34 Cent pro Kilowattstunde minus 2,94 Cent pro Kilowattstunde Fix-24-Bonus. Den Grundpreis habe ich jetzt mal vernachlässigt. Damit habe ich einen Stromverbrauchspreis von etwa 20,4 Cent pro Kilowattstunde. Dieses Messgerät gibt auch ein CO2-Äquivalent an. Man kann das sogar einstellen, wie die Umweltauswirkung sein soll. Und diesen Wert habe ich auch meiner Abrechnung entnommen. Hier gibt es den Hinweis zu den CO2-Emissionen. Mein Produkt zieht diesen Energieträgermix angeblich 275 Gramm pro Kilowattstunde. Strom Natur hätte 0, das wäre jetzt witzlos für die Messung. Ich habe aber gesagt, komm, ich mache Worst Case. Habe ich einfach den Energieträgermix Deutschland verwendet. Also den Wert hier, 435 Gramm pro Kilowattstunde. Keine Ahnung, warum die gerade immer nur diesen CO2-Wert nehmen. Wahrscheinlich, weil das so gut wie jeder verbraucht. Allein schon beim Atmen. Auch wenn es Sachen gibt, die viel schlimmer sind, hä? Der Wert hier sagt einem ja auch alleine jetzt gar nichts. CO2, 170 Gramm. Deswegen dazu der Hinweis auf ca. 55 Kilometer Reichweite mit Stufe 3 des Elektrorades. Hier der erstbeste CO2-Rechner, den ich gefunden habe. Fiktive 8 Liter Benzin pro 100 Kilometer und 55 Kilometer ergibt 190 Gramm CO2 pro Kilometer, also absolut über 10 Kilogramm. Ob das jetzt so genau stimmt, sei dahingestellt, aber es ist, glaube ich, logisch, dass ein Auto einen höheren CO2-Ausstoß hat. CO2-Ausstoß in Relation, absteigend sortiert, Leichtbau-Elektro-Pkw mit Ökostrom. Also mein Elektrofahrrad verbraucht bei voller Power-Einstellung etwa 3,1 Gramm pro Kilometer. Jedenfalls bei der Messung, bei dieser Fahrweise, die ich gefahren bin, wovon hängt es noch ab? Da gibt es echt zu viele Variablen noch, wie Gegenwind, Steigung, Zuladung, Fitness, Ampelphasen, Dreck im Getriebe. Da müsste man jede Menge Datenscharen in großen Matrizen sammeln und das Ganze mit multipler Regression lösen und sich vorher noch empirisch überlegen, was man da wohl für eine Solverfunktion verwendet. Linearitäten sind zwar immer am einfachsten, aber ich sehe auch einen Logarithmus. Cosinus Hyperbolicus. Eine Aufgabe für ein weiteres Video. Erstmal weiter hier im Programm. Die Energie, die durch das Messgerät geflossen ist, sage ich jetzt bewusst, 392 Wattstunden. Der Akku hat eine Ausgangsnennspannung von 36 Volt und 11 Amperestunden. Amperestunden ist die Einheit des Ladungsspeichervermögens, wird oft auch Kapazität der Batterie genannt. Und Wattstunden, das ist die Einheit des Energiespeichervermögens. Die Werte sind jetzt hier relativ ähnlich. Es ist logisch, dass der gemessene Wert kleiner ist, weil die Batterie ja auch schon etwas älter ist. Allerdings misst das Messgerät ja auch die Verluste des Ladenetzteils mit. Also das hier ist nicht allein der Wert des Energiespeichervermögens des Akkus. Habe ich das so richtig gesehen und erkannt und darauf hingewiesen? Bitte berichtigt mich bei Bedarf. Das Pedelec ist Baujahr 2016 mit Mittelmotor. Der Wert damals ca. 2000 Euro, Wert heute für Neukauf laut meiner Suchmaschinensuche etwa bis 1500 Euro. Das Fahrrad gehört nicht mir. Das ist eine Leihgabe von einem Opa, nicht von meinem Opa, aber von einem Opa, der damit leider nicht mehr fahren darf. Aber er hat jetzt was noch Cooleres, nämlich einen vollelektrischen, einen Wagen, den man sich reinsetzen kann und dann kann man draußen durch die Gegend düsen. So einen elektrischen Ausflugssessel nenne ich das jetzt mal. Also man kann auch mit dem Ding in den Einkaufsladen reinfahren, wenn er barrierefrei ist. So, das waren die Hauptinfos. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Aber wer wie gewohnt einen Action-Thriller mit mir als Hauptdarstellerin und weiteren Erläuterungen sehen will, bleibt dran. Sophia Transistor präsentiert der spannende Film eines Ladevorgangs. Akku leer. Licht geht noch. Eben während der Fahrt stand der Low Battery. Lag wohl auch daran, dass es draußen sehr kalt war. Dieses Video zieht sich nämlich von Sommer bis Herbst bis in den Winter. Ich habe das jetzt wieder auf Raumtemperatur gebracht. Jetzt kann er angeblich wieder 3 bis 1 Kilometer fahren. Zeit für die Zuschauer-Quizfrage Nummer 1. Warum scheint sich ein eiskalter Akku durch Aufwärmen wieder zu regenerieren, sodass man weitere Energie entnehmen kann? Bitte mit Wirkmechanismus erklären und nicht nur nach der Antwort im Internet searchen. Das kann ja jeder. Egal, der ist annähernd leer und wird jetzt mal voll aufgeladen und dann messe ich mal, wie viel das kostet. Riecht komisch, riecht streng. Das
Licht geht immer noch. Bin übrigens umgezogen. Ich vermisse die alte Wohnung jetzt schon. Im Zuge meines Umzugs habe ich übrigens den Stromtarif gewechselt zu Ökostrom oder wie er hier genannt wird, Strom Natur. Und eine kleine Zusatzinfo, weil Preisinformation natürlich immer schöner klingt als Preissteigerung. EEG-Umlage gestiegen, Netzentgelte gesunken. Vielleicht könnte ich hier den Akku draufstellen. Leider nicht feuerfest. Auch nicht ganz feuerfest, aber besser als nix. Isio, wie geht denn das jetzt nochmal? Messung, Period. Mindestens 9 Stunden? Ja, mache ich mal 9 Stunden, hä? Los geht's. Okay, die Messung läuft. Das muss ich noch einstöpseln. Status LED auf grün. Und er lädt mit knapp 500 mA. Hier erkennt man, dass der kurz nach dem Einstöpseln mit etwa 500 mA lädt. Jedenfalls primärseitig. Gucken wir uns mal. 1,7 Ampere Maximalstrom. Das kennen wir ja. Hoffentlich ist es fertig bis morgen 6 Uhr. Sonst komme ich hier nicht mehr weg. Ich muss nur mein Bett aufbauen. So, der nächste Morgen. Wir sind bei 170 Gramm CO2. Schön glatte Zahl. 392 Watt. Und 8 Cent. Wieder eine glatte Zahl. Kommen wir hier zurück. So. Ah ja. Maximal 1,7 Ampere. Aktuell zieht er aber noch 1,5 Watt. 1,6. Na gut, das ist Leerlauf. 60 mA Leerlauf bei dem. Ich habe mir zwar auch schon Gedanken gemacht und ein paar andere Netzteile durchgemessen. Trotzdem jetzt hier die Quizfrage für alle Experten da draußen. Sind ganze 60 mA Leerlaufstrom bei einem Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus gerechtfertigt? Gibt es da irgendeinen Grund oder irgendeinen Gedanken hinter, dass das so ist? Das würde ich gerne wissen. Ich meine, das Ding hat TÜV, GS, geprüfte Sicherheit, was es nicht alles gibt, hä? FC und ROS, Class 2 Battery Charger. Kulus listet. Die Antwort gibt's dann wahrscheinlich irgendwann oder sobald es ein paar interessante Antworten zu der Problematik gibt. Selbst in der Leistungselektronik kommen mir 60 mA ein bisschen groß vor. Aber ich habe auch schon eine Handvoll Theorien, warum es so sein könnte. Halte mich aber jetzt hier noch zurück und stelle die Frage lieber in den Raum. CE-Zeichen, China, Export, Mythos oder Wahrheit? Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich kann jetzt super Bassstimme singen. Aber die Messung ist jetzt erstmal komplett richtig durchgelaufen. Bei meinem Stromtarif kostet das etwa 8 Cent, das Ganze aufzuladen. Interessant. In den Kommentaren hat irgendjemand gemeint, es kostet eventuell 2 Euro. Ich war weit davon entfernt. Sorry, nicht irgendjemand, sondern EnergyBits. Der User, die Userin EnergyBits. Vielen Dank für die Videoteilidee. Und keine Sorge, es kommt noch mehr irgendwann. Und ich habe den jetzt gestern an einem Tag leer gefahren. Ein Tagesticket hätte mich 6 Euro gekostet für die Tram. Man kann nicht alles haben. Erstmal Pipi machen. Na, dann geht's jetzt wieder ans Tageswerk. Hier auf Speed kann man auch drücken. So weiß man sich zu helfen, wenn man keine 8 Cent klein hat. Man nimmt einfach ein 5 Cent Stück und schreibt eine 8 drauf. Das ist zufällig ein holländisches Stück, weil ich jetzt nicht so die große Auswahl hatte. Eigentlich hatte ich nur das Cent Stück. Hauptsache Science.